Jahrhundertelang besuchte die Elite Englands solche Schulen. Eintreten! Jungs! Achtung! Stillgestanden! Dann wurde Verrat an dieser Elite begangen. Wie war das? Aus! Es war eine Schande für unser Haus, eine Schande für die ganze Schule! Nur dafür hat er mindestens 6 Schläge verdient. Über eins solltet ihr euch im Klaren sein. Ich gehe sofort zu Mr. Ferguson und gebe ihm den Namen von jenem, mit dem ich es hier mal... Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es in den 30er Jahren in den privaten Eliteschulen Englands zuging. Verrat und Treue, das ist alles sehr relativ, wissen Sie? Verrat an wem? Treue wem gegenüber? Eine Frage des Standpunkts, nicht wahr? Denn wo kann man so viel für das Leben lernen wie in der Armee? Eben. Wie man Menschen umbringt. Er rebellierte gegen seine Familie. Wie kannst du es wagen, solche Reden zu führen? Er erregte den Zorn seiner Freunde. Und schließlich verriet er sein Vaterland. Sag mal, hast du völlig den Verstand verloren? Ich wollte immer berühmt werden. Schon als ich noch ganz jung war, wollte ich, dass mein Name einmal in die Geschichte eingeht. War es Verrat? Mein Gott, wenn manche Eltern wüssten, wie es in diesem Laden wirklich zugeht. Sie wissen's, zumindest die Väter. Unsere Eltern geben ein Vermögen dafür aus, dass wir hier eine gute Schulbildung erhalten und wir verbringen die Zeit damit, Spiele zu spielen. Ja, das hat auch seinen Sinn, denn Sport ist besonders gut für Bolschewiken. War es Liebe? Denn weißt du, es steht nun einmal fest, dass Menschen, die andere eines heimlichen Lastes bezichtigen, in höchstem Maße selbstverdächtig sind. War es Treue? Ich werde Devinish nächstes Semester an deiner Stelle für die Lords nominieren. Oder war es Verrat? Mit Rupert Everett als Guy Bennett. Mit Colin Firth und Anna Massey. Eine Intrige, in die nur wenige eingeweiht waren. Eine Intrige, die eines Tages zum Hochverrat führen sollte.